Herzlich willkommen zu Schiffkos Music Talk, dem Podcast, in dem ich euch Musiker, Komponisten und Legenden vorstelle, die alle eines gemeinsam haben, nämlich die Verbundenheit zu einem Blasinstrument. Wir sprechen dabei nicht nur über Blasmusik, sondern über vieles mehr und ich freue mich, dass du dabei bist. Ein herzliches Grüß Gott und vielen Dank fürs erneute Dabeisein bei einer weiteren Episode von Schiffkos Music Talk. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich noch wie immer bei meinen Sponsoren bedanken. Beim Winzerhof Neustifter aus Großschweinbad im südlichen Weinviertel und bei meinen lieben Freunden vom Musikhaus Wottruber in Wien. Mein heutiger Gast ist ein junges Nachwuchstalent. Er kommt aus Deutschland, hat sich die Mühe gemacht, mich in Wien zu besuchen, hat eine weite Anreise auf sich genommen. Er spielt selber Tenorhorn und Posaune. Er ist noch mitten im Studium. Ich bin ein großer Fan von ihm, weil ich kenne seine ganzen Beiträge da auf Facebook, YouTube und so weiter. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Danke fürs Mitmachen, lieber Johannes Mimler. Hallo Thomas, grüß dich und es freut mich sehr, dass ich hier sein darf bei dir. Ich weiß eigentlich nicht sehr viel über dich, außer dass du super spielst und dass du ein ganz leibender Bursch bist. Ich würde sagen, erzähl uns ein bisschen was von ganz von vorn, wie du zur Blasmusik, zum Tenorhorn gekommen bist, dein musikalischer Werdegang. Sehr gerne. Also, wo fangen wir an? Fangen wir wirklich ganz vorne an. Ich denke, die ersten Einflüsse zur Musik, die kamen ganz klar durch meinen Papa. Mein Papa spielt auch Tenorhorn und ist auch ein großer Fan der traditionellen Blasmusik. Und ich denke, das waren die allerersten Einflüsse. Und so ging das los, also eine kleine Geschichte. Wenn man da früh immer in den Kindergarten gefahren ist, hatte ich immer die Möglichkeit, dass ich von den Egerländer Musikanten mir eine CD aussuchen darf. Und ich denke, so bin ich mit dieser Musik einfach aufgewachsen. Also so war das immer schon Bestandteil bei mir und hat auch irgendwie immer schon zu mir dazugehört. Ja. Hab dann eigentlich erst relativ spät angefangen mit dem Tenorhorn spielen. Also es war schon immer ein Star, klar, vom Papa und so weiter. Allerdings hatte ich am Anfang gar kein Bestreben, Tenorhorn zu spielen. Es kam dann erst mit 14 so, wo das dann klar war, dass ich das machen möchte. Und zuvor hatte ich eher Interessen für Fußball und Landwirtschaft. Und irgendwie, wieso das so war, weiß ich eigentlich bis heute noch nicht, aber irgendwie ist dann der Groschen gefallen. Ich kann mich noch gut erinnern an ein Konzert von meinem Papa, als ich dann da dabei war, ist irgendwie das Interesse gewachsen, dass man da auch mal auf die Bühne möchte, dass man am Tenorhorn spielen möchte und irgendwie hat es da den Schalter umgelegt. Also zuvor musste man mich wirklich zum Üben tragen, sag ich mal, oder irgendwie. Nee, es hat halt einfach nicht funktioniert. Also waren keine Bestrebungen da. Und dann ist aber irgendwie das eine zum anderen gekommen und dann war auf einmal klar, okay, ich möchte es auch machen. Und hatte dann einfach die Möglichkeit, dass ich bei sehr, sehr guten Lehrern war. Und dann hat sich das halt einfach super ergänzt. Ich wollte unbedingt und die Lehrer haben mir dann eigentlich immer das gegeben, was ich halt gerade noch gebraucht habe. Und ich hatte ja nicht viel Zeit an und für sich. War 14 habe ich mich dann letztendlich entschieden, das dann professionell zu machen. Und mit 16 habe ich dann damals vorgespielt bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr? Genau, weil das war dann gleich so der nächste Schritt, um zu schauen, was macht man als Tenorhornist. Okay, entweder ich gehe in die Schweiz, studiere da Euphonium. Oder ich studiere tatsächlich Tenorhorn bei der Bundeswehr dann letztendlich. Und so kam dann das eine zum anderen. War mir, denke ich, mit viel Üben verbunden, aber hat dann alles super funktioniert. Das ist für mich ein komplettes Neuland, Tenorhorn studieren. Weil, wie du schon vorher gesagt hast, man kann das an ganz wenigen ausgewählten Volksmusikkonservatorien oder Universitäten machen. Aber in Österreich so bei der Bundeswehr undenkbar.
Ich habe zum Beispiel, das habe ich eh schon mal gesagt, in einer Folge, wie ich ins Musikgymnasium gekommen bin, mit erst mit 13 oder so, die Posaune bekommen. Weil es dann notwendig war, okay, wenn man dann Vorbereitung geht auf die Musikuni, damals noch Hochschule, du musst Posaune spielen. Und wie schon erwähnt, also ich war am Anfang überhaupt nicht glücklich damit. Ne? Mhm. Ganz interessant, nicht nur für mich, wie schaut ein Studium auf dem Tenorhorn aus? Es gibt ja irrsinnig viel Euphonium-Literatur mittlerweile, Posaunen-Literatur unendlich, aber richtig Tenorhorn-Literatur eher im Volksmusikbereich wahrscheinlich. Ja, natürlich. Das meiste also andere ist adaptiert. Genau, also das war immer, sag ich mal, eine gewisse Schnittmenge aus Euphonium-Konzerten und Posaunenkonzerte, die man dann letztendlich im Studium gespielt hat. Teilweise gab es auch Originalliteratur, wobei das jetzt nicht mega viel war. Ist natürlich dann schon so gewesen, dass man da einfach gewisse Konzerte aus Euphonium-Literatur gespielt hat, Pantomime, Harlekin, oder eben dann halt wieder Konzerte von der Posaunenliteratur, Weber-Romanze, allerdings halt auf dem Tenorhorn. Von den Basics her, dadurch, dass natürlich unsere Dozenten im Sinfonieorchester gespielt haben, teilweise Soloposaunist in den Sinfonieorchestern waren, waren es dann einfach Bordoni, Koprasch und so weiter. Also eigentlich diese klassischen Posaunen. Mhm. Also was man ja auf der Posaune einfach alles verwendet. Genau. Also das war, sage ich mal, so die Herangehensweise. Wie schaut so ein Unterrichtstag, so ein Studientag aus, der Ablauf? Man muss es ja so sehen, ich war ja dann im Ausbildungsmusikchor, nennt sich das. Man studiert da einmal, aber man spielt auch schon im Orchester, also im Ausbildungsorchester sozusagen. Man hatte dann immer Montag, Mittwoch, Freitag war ein Orchesterproben von 9 bis 12 Uhr. Und die restliche Zeit hatte man dann eben zur Verfügung, um zu studieren, um eben die ganzen Fächer, Theoriekurse, Klavier eben auch zu besuchen. Also so ist es von der Struktur her. Wie es dann bei jedem Einzelnen war, kann ich jetzt nicht sagen, weil man es da eben immer individuell anpassen konnte. Manche haben eben einen kompletten Tag voll gemacht mit Unterrichten und hatten dann die Rest eben frei. Manche haben immer ein bisschen was und genau, so konnte man das dann handhaben. Wie schaut es beim Ensemblespiel aus? Welche Konstellationen gibt es da beim Studium? Das war eben auch ein Bereich, die Kammermusik. Das wurde, entweder wurde es eingeteilt oder es haben sich einfach im Vorfeld schon Ensembles gefunden. Gut, ich denke, das ist einfach die übliche Herangehensweise, entweder eine ganz klassische Besetzung oder einfach, sag ich mal, das, was sich dann eben noch übrig war, dass man dann einfach bestmöglich miteinander kombiniert hat. Weil ich weiß ja von meinem Studium, man spielt ja vor Schubert, Schumann, Bruckner, Wagner bis hin zu Kurt Weill alles irgendwann mal. Und das ist dann sicher hochinteressant, auch in neuer Literatur das Tenorhorn zu integrieren. Auf jeden Fall. Also das ist, denke ich, immer mehr am Kommen. Ich finde, das Tenorhorn erfährt auch gerade wieder einen ziemlichen Aufschwung. Und ja, mal schauen, wohin die Reise dann noch geht. Weil ich weiß ja von mir, Musikgymnasiumzeit oder generell Volksschulzeit, wie ich Tenorhorn gelernt habe, mit 8. Es war ziemlich uncool, Tenorhorn zu spielen oder Blasinstrument zu spielen. Und momentan, das erlebt so eine richtige Renaissance und einen totalen Aufschwung. Maßgeblich daran beteiligt, finde ich, also ich bin ein großer Fan von ihm, was der Alex Wurz fürs Tenorhorn gemacht hat. In die letzten Jahre für die Popularität, nicht nur im Egerländer und Volksmusikbereich, sondern auch verschiedene Stilrichtungen, was er gemacht hat, in verschiedene Formationen aufgenommen hat, dass er gezeigt hat, okay, dort geht die Reise ja hin und man kann das so und so auch einsetzen. Ja, also ich denke, der Alex, der hat da einfach, denke ich, den Weg geebnet. Ich denke, vor längerer Zeit war es schon mal der Stephen Mead, der auf generell Euphonium, auf jeden Fall. Das ja, Euphonium, ja, sag ich mal, salonfähig gemacht hat oder so integriert hat, dass man überhaupt Euphonium studieren kann. Und ich denke, jetzt die Weiterentwicklung von diesem Werdegang ist eben diese Popularität des Tenorhorns, dass dadurch jetzt eben auch nochmal ja
eine spezielle Abwandlung. Sag ich mal, das Tenorhorn ist ja, sag ich mal, im deutschsprachigen Raum das Euphonium. Mhm. So, und das Euphonium ist ja eigentlich das internationale Instrument. Denke ich, dadurch, dass dann das Euphonium so etabliert ist, besteht dann die Möglichkeit, dass man eben einen Tenorhorn auch so öffnet oder die Wege so öffnet. Und da ist natürlich der Alex ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der, denke ich auch, jetzt sagt man ja so, ja, ist ja alles selbstverständlich so, aber der ist, denke ich, zur richtigen Zeit, war der am richtigen Ort und ist, denke ich, schon ein großes Risiko gegangen, dass er sagt, okay, ich gehe mal nach Siegburg, nehme mit 60 Leuten die allererste Solo-CD auf. Und er hat ja keinen Garant, dass das funktioniert oder dass das so durchkommt. Er hat das, glaube ich, insgesamt schon 3 CDs rausgebracht. Und das, ja, da kann ich den nur bestätigen und bekräftigen, dass er so weitermacht. Er hat ein ganz eigenes Spiel. Also ich denke, man hört ihn raus. Und er geht seinen Weg. Und das finde ich halt entscheidend. Er kopiert niemand. Er macht sein Ding. Und macht das meines Erachtens sehr, sehr erfolgreich. Und wünsche ihm da einfach alles Gute auf dem Weg. Es ist auch total wichtig, für, nicht nur für mich, ich finde es persönlich total wichtig, wenn man ein Blasinstrument spielt oder ein Instrument generell, dass man einen eigenen Sound hat. Das ist das Allerwichtigste. Wenn man einen Ton hört oder eine Phrasen für irgendwen, dass man weiß, okay, das ist der. Als Kind oder als Jugendlicher, als junger Jugendlicher, ich habe sofort, also ich war immer Fan und bin immer Fan von Christian Lindberg auf der Posaune. Mhm. Und an Lindberg erkennt man an Achtelnoten. Ja, aber das ist dir, so, denke ich, ja auch ganz gut gelungen. Also wenn man jetzt paar CDs anhört von Tschecher Ranka oder Kleine Dorfmusik, da weiß man auch, wer Tenorhorn spielt. Und ich denke, das ist dir dann auch ganz gut gelungen. Aber grundsätzlich, denke ich, braucht es immer eine gewisse Zeit und eine gewisse Erfahrung, bis man überhaupt weiß, wer bin ich, wer möchte ich sein, wie möchte ich spielen und was ist meine Interpretation von dem Stück. Das ist natürlich immer vorausgesetzt, dass man super Basics hat, also dass man genügend Kraft hat, dass man gut stimmt und so weiter. Das sind ja alles unsere Werkzeuge, die eigentlich super funktionieren müssen, dass wir in der Möglichkeit sind, was zu gestalten oder zu sagen, okay, ich spiele das so oder das ist meine Vorstellung. Und ich denke, man muss einfach eine gewisse Zeit mit seinem Instrument verbracht haben, dass man das dann integrieren kann. Weil zuvor wird es, glaube ich, nicht gehen. Also, dass man jetzt nach kürzester Zeit gleich sagt, okay, ich mache das so und so. Ich glaube, man muss viel hören. Ja, absolut. Man muss viel spielen. Man muss viel ausprobieren. Man muss bereit sein, mal was anders zu machen. Und dann, was mir auch mega viel hilft, ist einfach selber immer wieder aufnehmen. Mhm. Dass man, weil man hat meistens, man spielt und hat eine ganz andere Wahrnehmung von sich selber, wie das, was eigentlich rauskommt. Und erst dann kann ich ja sagen, okay, ist das jetzt das Richtige? Oder ist es schon so, wie ich es mir vorstelle oder wie ich klingen möchte oder nicht? Und deshalb sind es, glaube ich, einfach ein paar so Parameter. Und wenn man die perfekt einstellen kann, dann gelingt es, glaube ich, dass man da immer mehr auf diesen Weg kommt. Es ist ja so, gerade mit dem ganzen Aufnehmen, das ist ja heutzutage total einfach. Man stellt das Handy auf und ja, man hat das alles immer griffbereit. Ja. Wie du vorher erwähnt hast, mit eigenem Sound bei mir und so. Danke für die Blumen. Aber ich habe da früher, Tschecher Ranka-Zeiten, ich habe überhaupt nicht nachgedacht, wie ich was frasiere oder so. Das ist einfach so gekommen. Hängt natürlich damit zusammen, ich bin überhaupt nicht mit der Egerländer Musik aufgewachsen, sondern ja, ich war mit 8 Jahren das erste Mal in der Tschechei. Und das hat einfach Spuren hinterlassen. Ja, also ich denke, da findet einfach jeder seinen Weg. Das macht ja die Musik auch interessant. Und ja, ich glaube, bei dir ist es auch ein bisschen Gabe. Es ist, denke ich, einfach der Zugang zu der Musik. Also wenn du das sagst, du denkst darüber nicht viel nach. Das ist ja, besser kann es ja nicht sein, dass man einfach hinhockt und man spielt es so, wie man es halt gerade fühlt. Und es ist im besten Fall dann noch so, dass jemand anders auch noch sagt, boah, Hammer, ich hätte es nicht besser spielen können oder so. Ja. Und
Es ist halt, wenn man zu zweit spielt, wenn man einen Partner hat, ich habe immer das Glück gehabt und ich war immer gesegnet, dass ich super Bariton-Partner gehabt habe. Egal, ob das jetzt bei der Tschecharanka der Heschl Andi war oder bei der Dorfmusik der Strobel Gertschi. Ja. Ich habe da einfach spielen können und die haben sich angepasst. Also ich war da wirklich gesegnet. Ja, ich denke, das ist immer ein Geben und Nehmen. Also und vorher bei uns beim Duetteln, also ausmachen haben sie mir auch nichts müssen. Und du kommst eigentlich aus einer ganz anderen Welt. Ja. Aber es hat einfach super harmoniert. Ja, ich glaube, das ist, man muss da, glaube ich, also, was heißt müssen? Man darf da, glaube ich, immer mit Respekt hingehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und einfach, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach, aber mal die Ohren aufmachen, was der andere eigentlich gerade anbietet. Mhm. Und ja, ich kann nur sagen, wenn man jetzt die Ehre hat, mit dir zu spielen, und du hast ja schon bei einfach sämtlichen Top-Formationen gespielt, und da wäre das einfach irgendwo arrogant, wenn man dann sagt, okay, jetzt machen wir mein Ding oder so, sondern man muss sich halt da einfach ein bisschen fügen, ein bisschen einpassen, reinhören und dann einfach so einen gemeinsamen Nenner finden. Mhm. Und in der Musik, finde ich, da gibt es nicht immer dieses richtig oder falsch, genau, sondern man muss es halt zusammen irgendwie machen und halt einfach bestmöglich für die Musik, nicht fürs Ego, sondern für die Musik, den Titel halt zu spielen. Das finde ich dann immer eine ganz gute Herangehensweise. Oh, das ist ein wichtiger Punkt, was du sagst, das Zuhören, aufeinander hören, egal aus welcher stilistischen Nische man kommt. Für mich als ergreifendste Beispiel in meinem Musikerleben war die Supergroup letztes Jahr. Mhm. Der Alex links neben mir am Tenor, rechts der Dominik und der Alois Eberl auf dem Bariton. Und ich war in der Mitte und wir vier kommen alle aus verschiedensten Richtungen. Ja. Und nach der dritten, vierten, fünften Nummer haben wir sie zusammengehört und zusammengespielt gehabt. Aufeinander hören und dann einfach versuchen, ein großes gemeinsames Ganzes zu machen. Ja, ich denke, es hat ja jeder die gleiche Absicht, die beste Musik in diesem Moment zu spielen. Mhm. Genau. Dieses Ziel verfolgen ja alle. Und es ist auch völlig normal, dass wenn vier Charaktere aufeinandertreffen, die sich vielleicht zuvor auch noch gar nie getroffen haben, mag ja vielleicht auch noch so gewesen sein, es ist völlig normal, dass das einfach eine Findungszeit braucht. Umso besser die Leute sind, desto kürzer ist es natürlich. Wenn ihr sagt, ihr braucht vier Titel, ist es natürlich super. Aber das, also in den seltensten Fällen ist es, glaube ich, so, dass sich vier Leute hinhocken und man ist ab der ersten Sekunde on point. Also da gibt es immer ein paar gewisse Parameter, die man dann einfach füreinander abklären sollte oder macht automatisch, weil man ja das Bestreben hat, dass es super klingt, dass es super stimmt, dass es im super Groove ist, dass man irgendwie noch eine Message da drauf packt, wenn man den Rücksprung spielt oder von dem Trio, dass man halt sagt, okay, jetzt nochmal 10% drauf und jetzt greifen wir nochmal an. Und ich glaube, bei der Supergroup, das traue ich mir zu sagen, ich komme übrigens vorbei in Gersthofen. Okay. Das ist ja ein Heimspiel für mich. Freue ich mich jetzt schon mega drauf, aber ich glaube, da sind genau diese Typen drin, die alle dieses, ich lege jetzt nochmal 10% mehr drauf. Und das ist dann, denke ich, das Besondere da. Oder, ja, das ist, glaube ich, wenn ich das mal so sagen darf, ist das, glaube ich, schon da, das Besondere. Aber jetzt haben wir so viel über mich geredet. Jetzt, du bist eigentlich mein Gast heute, Johannes. Ja. Und ich bewundere dein Spiel und auch unlängst die neuesten Videos, was da so im Netz kursieren, euer Musikantentrio. Ja. Das ist eine Formation, das ist Blasmusik im Mini-Format. Ja. Eigentlich die kleinstmögliche Besetzung. Also ich glaube, kleiner geht es fast nicht. Ihr könnt dann im Duo auftreten. Ja. Aber, und ich habe euch einmal live hören dürfen in XL-Version mit dem Obermüller Max im Opernhaus. Aber da kann man sich ja ein total gutes Bild machen. Also da kommt es auf jeden drauf an. Da muss jeder auch 150% bringen. Da gibt es kein Ausrasten. Da muss man einfach fit sein. Irrsinnig aufeinander hören. Man kann auch nichts verstecken. Nee. Ja, es ist, also, ich erzähle einfach mal ein bisschen was davon. Ja, genau. Wie ist das entstanden, also, und so weiter? Mich haben dann voll viele Leute angeschrieben und
im Gespräch. Und ja, wie macht man das, dass man dann da 3 Stunden spielt, immer, und du hast ja nie Pause, und wie macht man das? Und ich muss halt sagen, man wächst da ja rein in sowas. Das ist ja nicht so, ja, das machen wir jetzt einfach mal, dass wir es machen, sondern einfach nur mein Werdegang. Ich habe so, meine erste Station war eben die Besetzung, wo mein Papa spielt, Blech und Co. Das sind so 20 Mann, also Tenor und Bariton, doppelt besetzt. Da durfte ich dann mit 16 das erste Mal aushelfen, und so bin ich da ein bisschen reingewachsen. Das heißt jetzt auf gut Deutsch gesagt, wenn jetzt irgendwo mal was nicht kommen sollte oder wenn man mal ein bisschen bedient ist, dann kann man jederzeit absetzen und es spielt immer noch einer. Dann haben wir später eine Anfrage mal bekommen von den Ramseer Musikanten. Das war dann schon eine kleinere Formation, alles einfach besetzt, allerdings noch mit Klarinetten. Dann war das so der nächste Step, so, wo man dann wusste, okay, ich bin jetzt allein auf meiner Stimme. Und jetzt vor, ich glaube, 3 Jahren war es, glaube ich, das erste Mal. Da hat mich eben der Berthold Schick dann gefragt, ob ich bei Allgäu 6 aushelfen möchte. Und dann war ich natürlich nur noch 7 Mann. War natürlich vom Niveau her nochmal höher. Und dann war man da wieder mehr herausgefordert, und dann merkt man einfach, dass man da immer mehr so reinwächst oder mehr Verantwortung übernimmt. Einfach sich noch bewusster vorbereitet auf die Auftritte oder auch immer besser weiß, was muss ich tun, dass ich funktioniere. Letztendlich. Darf ich da kurz noch einhaken? Geografisch für mich ist das alles immer interessante Zusammenhänge. Wie weit ist der Berthold Schick von dir weg? Der Berthold ist eine gute Stunde. Eine gute Stunde, weg. Okay. Mhm. Genau, also mit dem Auto. Mittlerweile eine Dreiviertelstunde, ich bin umgezogen, aber zu der damaligen Zeit war es eine Stunde. Genau. Okay. Und dann hatte man ja, sag ich mal, dieses Level irgendwo erreicht. Man wusste, wie man es halten kann und wie man es natürlich auch noch weiter ausbauen kann. Und ja, es war jetzt nie da, dass ich sage, wir brauchen jetzt eine Dreierbesetzung, sondern wie ist das Musikantentrio entstanden? Also ich kannte den Lukas 0,0, ich kannte halt seinen Papa, weil er bei den Egerländern spielt, aber auch noch nie persönlich getroffen. Wusste natürlich, also ich finde es faszinierend, wie der Helmut spielt und auch wie der Lukas spielt. Für mich, ja, du hast es auch, glaube ich, erwähnt in deinem Podcast, einfach eine Legende. Und für mich ist es ehrlich gesagt auch so, weil er einfach mit dieser Intensität, wie der Helmut spielt oder auch der Lukas, und bei denen gibt es nur 120% oder wir lassen es. Und das leben die. Und das fand ich so beeindruckend. Und ja, die sind extrem kompromisslos. Ja, da gibt es keinen Kompromiss. Entweder so oder gar nicht. Und der Lukas hat ja mit seinem Papa ein paar Videos hochgeladen, unter anderem Russelpussel. Und ich war so fasziniert davon. So beeindruckt von der Spielweise. Und ja, für mich, also bei uns sagt man immer wie ein Guss. Also so, ja, einfach mega cool. Und war dann so angetan davon und habe dann dem Lukas einfach geschrieben, ob ich mal bei ihm vorbeikommen dürfte und ob ich mit ihm einen Nachmittag mal spielen dürfte. Und dachte mir auch so, gut, ich habe ja nichts zu verlieren, selbst wenn er nö sagt, kann ich immer noch, also ist ja für mich alles beim Alten. Fragen kosten nichts. Genau. Und er hat aber dann ja gesagt. Und das war echt ein besonderer Tag, muss ich ehrlich sagen. Also zum einen vom Menschlichen her, ich war ja wirklich komplett fremd. Also, aber ich bin da angekommen und wurde empfangen, wie wenn ich da seit 20 Jahren ein- und ausgehen würde. Ja, mir ist es im Sommer so gegangen. Ich war das erste Mal beim Helmut zu Hause. Ich war noch nicht mal bei der Haustür drin, schon die erste Frage, ob ich einen Kaffee möchte. Ja, das ist dann so. Dann war ich oben im Wohnzimmer, dann hat die Mama einen Kuchen gebacken und ich wollte eigentlich unbedingt spielen. Ich habe ja echt schon mit den Hufen gescharrt eigentlich. Und dann halt erstmal ankommen, was trinken und super gastfreundlich, und dann zum eben runter in den Übekeller. Für mich ist das auch immer ein bisschen was Besonderes, wenn man in den Überraum kommt, wo jemand sein Level erarbeitet hat und die ganze Zeit darin verbracht hat. Deshalb ist das auch mal für mich was Besonderes. Das ging mir auch beim Berthold so.
in diesen Raum dann reinzukommen. Aber jetzt zurück zum Lukas. Und dann waren wir da und dann haben wir halt angefangen zu spielen und der Lukas hat den Schrank aufgemacht und den Titel raus und es letztendlich lagen dann 5 Notenblätter auf dem Pult und dann, ja, da müssen wir dahin springen und da, na, mach du da die Oktave, dann macht er das und da brauchen wir wieder Klarinettenstimme und so ging es los und so haben wir den ganzen Nachmittag gespielt, ein Stück nach dem anderen, war für mich sowas von bereichernd. Bereichernd ist, glaube ich, das richtige Wort, weil ich das schätze ich am Lukas so, dass der das einfach ist. Mhm. Der spielt jetzt nicht Fuchsgraben geil oder so oder macht es super, sondern der ist Fuchsgraben, sage ich. Weil der das so in sich hat, weil das für den eine Lebenseinstellung ist irgendwo auch. Und das war für mich einfach richtig toll, mit dem zu spielen. Also ich denke, wir haben uns auch richtig gut ergänzt. Und danach gab es noch eine riesen Brotzeit und ich bin echt in voller Dankbarkeit gefahren. Und das war der erste Kontakt. Und ich glaube, so nach 2 Monaten haben wir mal wieder zusammengeschrieben. Also da war gar nichts in Planung, ob wir uns mal wieder treffen wollen und mal wieder spielen wollen. Und beide, ja, machen wir. Und dann hat der Lukas ihm geschrieben, er bringt noch einen Kumpel mit vom Studium, den Felix. Und so haben wir eben dann das erste Mal zu dritt dann gespielt. Und da ist dann eben auch unser allererstes Video entstanden mit Späte Liebe. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, jetzt nehmen wir einfach mal was auf, hocken wir uns hier, probieren wir das so gut als möglich zu spielen. Und dann stellen wir es einfach mal bei Facebook rein und schauen, wie es ankommt. Und das ist ja dann wirklich sehr, sehr gut angekommen. Also wurde, ich glaube, über 100 Mal geteilt und über 600 Likes innerhalb von kürzester Zeit. Und dann wussten wir auch, okay, wir haben jetzt was, was irgendwie besonders ist oder was es noch nicht so gibt. Und dann ging aber wieder jeder so seinen Weg, weil es hat ja bei uns eigentlich jeder relativ viel zu tun. Und dann war irgendwann bei mir der Zeitpunkt da, wo ich sage, hey, Leute, wir müssen jetzt mal spielen. Ihr habt die Kontakte, ich kümmere mich darum, dass wir das erste Mal spielen können. Und dann gab es eben die Premiere am 30. Oktober, wo wir dann das erste Mal zusammen, wir haben dann zuvor halt geprobt, haben dann die Noten ausgeschrieben, weil sonst hätte man ja immer 3 Notenzettel auf dem Dings gehabt. Das hat dann alles der Lukas gemacht und so hat jetzt auch jeder ein bisschen seine Aufgabe bekommen. Ich habe gesagt, okay, ich habe einfach ein gutes Händchen auf Leute zuzugehen, da in Kontakt zu treten, Veranstaltungen auszumachen. Der Lukas ist halt wahnsinnig musikalisch und kleine Anekdote da noch, also zu dem ersten Treffen haben wir halt gespielt und dann ging es um irgendeine Viertel. Ich kann dir nicht mehr den Titel sagen. Ich habe ihn kurz gemacht und der Lukas hat es lang gemacht, das Viertel. Und ich sage, ja Lukas, wie machen wir jetzt das Viertel? Einfach, weil ich ja auch das Bestreben hatte, das halt mega gut zu machen. Und er schaut mich völlig verwundert an. Ja, einfach spielen. Und das war dann für mich klar, okay, das ist bei dem so. Das ist drin. Das ist so drin, ja. Der denkt darüber gar nicht mehr nach, weil der das einfach lebt. Und ja, so ist das Musikantentrio entstanden. Und dann war natürlich nach dem ersten Auftritt war ein großes Interesse da und das verfolgen wir jetzt einfach weiter. Cool. Genau. So ist ihr habt mittlerweile 3-4 Auftritte? 4 Auftritte. 4 Auftritte gehabt. Super. Genau. Also innerhalb von kürzester Zeit und wir wollen es auch weiter ausbauen und da sind wir jetzt einfach dran. Und ja, wobei das jetzt bei uns nie ein Muss ist. Also wer macht die Arrangements? Man muss ja das Material total gut herrichten. Das gehört hergerichtet, dass so dicht wie möglich ist, aber auch nach 3 Stunden noch spielbar. Ja, also das macht alles der Lukas. Alles der Lukas, okay. Genau, also der Lukas macht, der schreibt die ganzen Noten, der macht das Programm, weil er dann auch sagen kann, okay, da machen wir den Titel noch, da machen wir den. Ist ja auch völlig menschlich, dass man immer 3 Stunden eigentlich nonstop spielt und bei jedem Trio-Rücksprung nochmal 5% drauf tut, wird es irgendwann, ja, irgendwann kommt da, denke ich, jeder an einen gewissen Punkt. Mhm. Aber das muss man halt dann einfach, ja, gut vorbereiten. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Und was wir merken,
umso öfters wir das Programm spielen, findet man es eigentlich gar nicht mehr so anstrengend. Das erste Mal war wirklich Wahnsinn. Da sind wir echt runter von der Bühne und dachten, boah. Ja. Aber es ist wirklich so, gell, wenn's das, man muss ein Programm einfach ein paar Mal runtergespielt haben. Ja. Und dann reicht es. Also man merkt es auch, so die Auftakte werden noch später gespielt oder noch musikalischer. Ich meine aber auch von der Ausdauer. Ja, weil man es dann irgendwie einschätzen kann. Und genau. Man muss auch ehrlich sagen, das Erste, da haben wir uns auch ein bisschen verschätzt. Verschätzt, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Weil wir dachten, wir kommen, wir spielen ein bisschen für die Leute sind gut drauf. Aber man hat gleich gemerkt, als wir reingelaufen sind, wir hätten eine Stecknadel fallen hören. Mhm. Es war so ruhig und wir wussten, okay, das wird kein Unterhaltungsabend, das wird jetzt ein Konzert. Und damals war es noch so, dass von der Moderation her immer Dreierblöcke. Also Moderation, Mikro weg und dann drei Titel am Stück eigentlich gespielt. Also 10 Minuten dran, wieder Moderation, wieder 10 Minuten gespielt. Und das war natürlich schon, also das war natürlich heftig. Also muss man ehrlich sagen. Und das haben wir dann in der Vergangenheit, haben wir jetzt einfach nach jedem Titel Moderation. Einfach ist ein bisschen lockerer, man kann die Leute ein bisschen besser unterhalten und genau. So. Und ich denke, so wegreift es bei jedem Auftritt ein bisschen. Nächstes Mal macht man das anders, dann das. Und man muss dafür halt auch immer bereit sein, was zu ändern. Mhm. Und da sind wir, denke ich, sehr offen. Ja, und ich glaube, die Band macht halt aus, dass von uns drei jeder 120% gibt. Mhm, das merkt man. Also, weil klar, es kann immer mal einer wegrutschen oder einer kommt nicht oder was auch immer. Aber es ist jeder voll auf Sendung und jeder gibt alles. Weil sonst, sobald man in dieser Besetzung einen dabei hätte, der das nicht machen würde. Nein, zu dritt geht's nicht. Funktioniert es nicht mehr. Da gibt's keine Schule. Und das einfach, ja. Deshalb zeichnet es die Band, glaube ich, schon aus, dass da Charaktere da sind, die immer 120% geben. Und was ich glaube, was da auch das Besondere ist, ist einfach dieser Background. Einmal beim Lukas und auch bei mir zum Beispiel. Also mein Opa, der kommt aus dem Egerland. Und ich sag mal, wenn der Lukas und ich Egerland Heimatland spielen, dann verstehen wir den Text dahinter. Mhm. Und das macht es an aus, weil man auf einmal in der Phrase andere Schwerpunkte setzt. Möchte ich einmal wieder sehen. Mhm. Und dieses einmal, das ist ja für die ein Privileg. Die wollen einfach einmal nochmal zurück in die Heimat, wo sie aufgewachsen sind, wo sie ihre Erinnerung haben. Mhm. Und dann ist es natürlich klar, wenn man dieses Gefühl hat, dass man das dann nochmal ein bisschen hervorhebt. Mhm. Und dann geht es ja um, wo man die Landschaft beschreibt, all deine Felder und Wälder, da geht es ja dann, macht es ja auf, ist ja der Dreiklang. Mhm. Und dann muss man das, finde ich, wieder ein bisschen leichter spielen, weil da schwelgt er ja an Erinnerung. Mhm. Und dann kommt nochmal die Botschaft, Egerland, Heimatland, grüß dich 1000 Mal. Mhm. Und das darf man nicht hergeben. Mhm. Das muss man so anpacken. Und ich glaube, da sind wir sehr ähnlich von der Vorstellung, wie der Titel sein soll. Mhm. Und deshalb, weil man, sage ich mal, beide auf einem mega fitten Level sind, vom Spielen her, also von der Melodiespiele her bin ich jetzt, weil wir sehr viel Kraft haben letztendlich und weil wir wissen, wo wir hinwollen in dem Stück, ergänzt sich das super, weil beide das gleiche Ziel anstreben. Mhm. Und dann geht die Linie halt voll auf. Und dann ist es halt, wenn ich da mit dem Lukas spielen darf, ist das einfach für mich richtig toll, muss ich ehrlich sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast vorher schon angesprochen, Stichwort Kraft und fit sein. 3 Stunden sowas spielen, da muss man auch fit sein. Zu dritt, da muss jeder wirklich 120% geben und bringen. Und es gibt kein Ausrasten und es gibt kein Schummeln. Wie bereitest du auf so ein Programm vor, beziehungsweise wie schaut eigentlich dein tägliches Übeprogramm generell aus? Also es ist bei mir unterschiedlich, weil ich, sage ich mal, dadurch, dass ich ja schon hauptberuflich in einem Orchester spiele, nebenzu noch in München studiere,
ist ja bei mir eigentlich jeder Tag anders. Deshalb muss ich immer schauen, mit dem, was ich zur Verfügung habe, da das Bestmögliche rauszuholen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag 8 Stunden Zeit habe und dann da 8 Stunden üben kann, sondern muss dann eigentlich echt schauen, dass ich halt sehr effektiv übe. Und was mir einfach gut tut, und das wirst du auch schon ein paar Mal gehört haben, diese Übung, ist einfach Töne aushalten. Töne aushalten, alle Tonleitern von Tiefe in die Höhe. Und ich finde, man kann da ganz, ganz viel trainieren dabei, wenn man das macht. Zum einen Luftfluss, seine Kraft oder seine Ausdauer, sein Klang, Intonation, Dynamik, Tonbeginn, meinetwegen auch Phrasierung. Und dann habe ich schon mal ganz, ganz viele Punkte, wenn ich es bewusst mache eben, wo ich damit abdecken kann. Und jetzt nicht falsch verstehen, ich denke nicht an alle 8 Punkte gleichzeitig, sondern ich gehe halt einmal wirklich nur auf die Kraft ein, dass ich jetzt sage, okay, ich halte jetzt mal so lange Töne aus und versuche so lange nicht abzusetzen, bis es halt mal wirklich nochmal geht. Dann Pause und dann nochmal kurz drauf. Und das halt einfach über ein paar Jahre halt machen. Klar, das geht nicht von heute auf morgen, man muss immer dranbleiben, manchmal geht es auch nicht so gut, da muss man auch dranbleiben und einfach auch sagen, okay, holen wir da wieder das Beste raus. Das ist, denke ich mal, ganz, ganz wichtig. Also es sind Töne aushalten, Naturtonbindungen und dann letztendlich Tonleitern. Was war so in deiner bisherigen Übekarriere die längste Zeitspanne, was du nicht gespielt hast? Oder bist immer dran? Ich meine, abgesehen, dass man jetzt mal 1-2 Tage vielleicht nicht spielt, aber so hat es einen längeren Zeitraum schon gegeben? Nein. Wahrscheinlich nicht. Nee. Nicht, okay. Also, wüsste ich jetzt nicht, nee. Also, okay. Also, ich bin auch so einer, der im Urlaub Mundstück mindestens dabei. Wenn nicht sogar, es ging sogar so weit, Basstrompete und dann halt den von der Posaune den Übedämpfer. Ja, genau. Rein. Und ich bin auch einer, wenn wir auf Konzertreise sind, nehme ich auch immer die Basstrompete mit. Und weil wir haben ja immer Reisetag, dann Konzerttag und dann wieder Reisetag zum Beispiel. Und ich bin dann der, der in dem Reisetag muss ich auch ein bisschen was machen. Bist du es auch gewohnt, gell, dass du immer was machst? Ja, also ist halt einfach so. Also das weiß ich auch und weiß man dann da auch zu helfen. Für mich ist es dann eher befremdlich. Fühlt sich ungewohnt an, wenn alles so locker ist. Ganz genau. Ja, so. Ja, ja. Also, ja. Ich kenne das. Du Es ist total interessant, wie wenn ich das jetzt erzählen würde. Ja, so. Geht, aber es fühlt sich einfach. Ja, es kommt auch alles, aber man fühlt sich halt nicht wohl. Mhm. Und das ist für mich halt immer wichtig beim Spielen. Ja, das sind jetzt halt mal die großen Überschriften. Also Töne aushalten, finde ich ganz, ganz wichtig. Und dabei muss man auch mit einer Vorstellung wieder ans Werk gehen. Dass man weiß, okay, wie soll mein Sound sein? Soll er dunkel sein? Soll er hell sein? Soll er obertonreich sein? Soll er zentriert sein? Soll er eher, sag ich mal, ein bisschen geghostet sein? Das muss man halt einfach für sich rausfinden. Da gibt es auch keine Vorlage. Und ich finde es auch wichtig, dass jeder seinen Sound findet. Man kann schon mal Parameter hernehmen, so wie das und das. Das geht in eine Richtung, aber letztendlich braucht man dann schon irgendwann seinen Sound. So. Ja. Und dann Tonleitern, da gibt es einfach die so viele Schulen, aber es sind ja eigentlich immer die gleichen. Es läuft das Gleiche hinaus. Und man kann das halt einfach für sich dann zusammenstecken und für sich zusammenmodellieren. Und dann kommt einfach on top Literatur, die ich halt gerade spielen muss. Sei es im Orchester, sei es im Studium. Also das kommt da einfach dazu. Und Basics muss ich halt immer schauen, da mache ich jetzt zur Zeit mehr auf der Posaune. Also auf den Tenor haben. Warum hast du eigentlich zum Posaunenspielen angefangen? Ja, das ist eine nächste witzige Geschichte. Also ich habe ja bis zu meinem Bachelorabschluss nur Tenorhorn gespielt. Also reiner Tenorhornist, hin und wieder Euphonium, aber eigentlich bin ich schon von Herzen und vom Typ her ein Tenorhornist. Also das ist einfach mein Instrument, da bin ich glücklich, wenn ich das in der Hand habe und da bin ich mit mir so im Reinen, das passt einfach. Ja, und dann bin ich von dem Konzert heimgefahren, habe ich Euphonium gespielt
Und dann klingelt auf einmal das Telefon, dann ist der Berthold Schick dran. Kannte den Berthold zuvor schon ein bisschen, war mit ihm immer ein bisschen in Kontakt, aber ja, letztendlich, wenn es dann soweit ist, ist es dann doch nochmal was anderes. Wenn er dann anruft, dann wird ein bisschen konkreter, dann rutscht einem schon mal das Herz in die Hose. So. Und hat dann eben auch angerufen, ob ich mal nächste Woche Zeit hätte, soll vorbeikommen mit Tenorhorn und Posaune. Und dann hat er halt noch gefragt, ja, Posaune spiel ich ja auch, oder? Und ich habe einfach gezockt. Mhm. Ich habe einfach ja gesagt. Mhm. Ja, ja, mach ich auch. Und ich habe mir ein Jahr zuvor, gab es in Düsseldorf eben, wo ich studiert habe, der Dozent, der hat eine AdWords-Posaune verkauft, relativ günstig, und dachte, komm, ich habe noch keine, kaufe ich mir einfach eine. Die wurde im Orchester gespielt, da macht man jetzt auch nicht viel verkehrt, und wenn man sie nicht braucht, kann ich sie, für, weil ich sie so günstig erworben habe, immer noch teurer verkaufen. Dann hatte ich halt die Posaune und wusste, okay, in 14 Tagen geht es dann zum Berthold. Und dann habe ich halt angefangen, Posaune zu üben. Und dann weiß ich noch wie heute, also war natürlich auch ganz besonders. Warum war es besonders? Weil, da schließt sich wieder der Kreis, ich habe vorhin erzählt, dass wir in den Kindergarten gefahren sind. Und ich habe mir natürlich eine E-Gan in der CD ausgesucht. Und der Berthold war ja dann auch dabei, als es nach dem Ernst Mosche weiterging. Und dann waren das natürlich schon meine Idole. Also damals ja noch mit Ernst Hutter und Toni Scholl. Aber der Berthold war ja da auch dabei, oder grundsätzlich auch beim Ernst Mosch, die fünf Tenöre, das sind einfach meine Idole, muss ich sagen. Also wenn ich die Aufnahmen höre von Das Vermächtnis, diese Live-Aufnahmen, das ist für mich so geil einfach. Mhm. Ich sag's mal wirklich so, wie ich es denke, weil das für mich einfach so zusammengehörig klingt, und das, oh, da gibt mir einfach echt das Herz auf. Ja, also sei es drum, das sind einfach so meine Idole. Ich schaue zu denen auf, fand diesen klaren, hellen Sound, fand ich einfach mega geil. Und das ist auch immer so meine Vorlage, dass das singt, dass das trägt, dass das obertonreich ist. Ja, und dann ruft genau dieser an, der Berthold. Und dann war ich das erste Mal bei ihm in so einem Überraum. Und das war für mich auch irgendwie so faszinierend, dass man weiß, okay, hier hat er schon sämtliche Stunden so geübt, und du darfst jetzt in den heiligen Hallen sein. Und dann hat der Berthold so, das erste Mal, er hat so gesagt, ja, fangen wir gleich mit der Posaune an. Ich schaue uns an, ja, fangen wir lieber mit der vertrauten Komponente an. Und dann haben wir halt mit dem Tenor angefangen, das hat dann einfach super funktioniert, hat natürlich auch mega Spaß gemacht, war für mich was ganz was Besonderes. Und zum Abschluss ging es dann auch noch an die Posaune, und da mache ich heute noch drei Kreuze. Weil ich weiß nicht wie, aber ich bin super durch das Stück durchgekommen. Und dann hat das alles gepasst, und dann durfte ich die ersten Jobs bei Algesex spielen, was natürlich einfach ja schon ganz, ganz besonders war, auch in Bezug auf den Berthold. Weil Berthold ein Wahnsinnsmusiker ist. Einfach bei Ernst Mosch schon gespielt, danach bei den Egerländern, dann bei den Innsbrucker Böhmischen, und dann zu guter Letzt seine eigene Formation macht oder gegründet hat. Somit hat er natürlich mega viele Erfahrungswerte. Wenn man da als junger Musiker hingehen darf und von so jemand lernen darf, das ist ja ganz, ganz viel wert. Und das durfte ich immer wieder haben in meinem Werdegang, dass ich immer wieder zu solchen Leuten gehen durfte, die mich da unterstützen oder die gesagt haben, hey, du hast eine Vision, du hast ein Ziel. Ich bin für die da. Und das war immer richtig toll. Und auch wie der Berthold das gemacht hat. Also der ist da nicht gekommen und sagt, ja, Ordner hin und spiel. Sondern sagt, okay, schauen wir mal das an, machen wir zusammen ein paar Basics. Dass wir uns eingerufen. Wir haben es halt dann voll viele Polkas unterteilt, gespielt, dass wir die Achtel halt gleich fühlen, dass wir wissen, okay, wo ist es? Und er hat es auch immer super analysiert, da zu früh, da zu spät, da zu hoch, da zu tief. Und dann muss man natürlich auch offen sein, und im besten Fall kann man es dann direkt abstellen. Das, man darf da aber nie entmutigt sein, immer dranbleiben. Und er hat mich letztendlich, war dann vor dem ersten Auftritt bestimmt 2-3 Mal bei ihm. Und er hat mich dann da super
super vorbereitet auf den allerersten Auftritt. Und das war gleich in Österreich, 4000-Mann-Zelt, war gleich mal der erste Job. Und so ging es halt dann dahin. Ja, und dann habe ich eben, das war ziemlich zeitgleich mein Abschluss und der erste Auftritt bei Allgäu 6. 2019 war das. Und als ich meinen letzten Ton in der Abschlussprüfung gespielt habe, weiß ich auch noch wie heute, so war so ein inneres Gefühl da, so, das kann es jetzt irgendwie noch nicht gewesen sein. So, also, irgendwie bin ich noch gar nicht da, wo ich hin möchte. Oder irgendwie, ich habe nur so viel Potenzial, so, und ich muss das irgendwie nur ausschöpfen und ich muss jetzt noch irgendwas machen. Wollte dann eigentlich Euphonium studieren, aber das wäre halt logistisch Wahnsinn gewesen. Also 5 Stunden einfache Fahrt, 2 Stunden Unterricht, dann ist es 12 Stunden in der Woche. Da dachte ich mir, okay, wenn ich einfach 12 Stunden mehr übe, genau. Dann ist auch schon vielen Leuten geholfen. Ja, 5 Stunden ist Wahnsinn. Ja, und wie gesagt, dann kam das mit der Posaune, das hat irgendwie gut funktioniert. Der Berthold hat mir auch gleich super Übungen gegeben, hat ja dann schon gemerkt, okay, der hat noch nicht oft Posaune gespielt. Mach mal die Übung, probier das mal aus. Okay, an der Stelle, da nehmen wir einen Hilfston quasi. Oder da lassen wir der Zug einfach liegen. Das ja, war schon ganz, ganz wichtig. Und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht ist eigentlich Posaune das richtige Instrument. So. Vielleicht kann das, bist halt doch nochmal viel vielseitiger, wie wenn jetzt nochmal so ein Nischeninstrument machst. Ja, und dann habe ich ein Jahr lang Privatunterricht genommen beim Elmar Spier. Und der hat mich einfach jede Woche 2-3 Stunden Unterricht in einer Ruhe mit super Basics. Und das hat einfach richtig gut getan. Dann habe ich in Augsburg und München vorgespielt und habe dann beides bekommen und habe mich dann für München entschieden. Und da war dann der nächste Große, der Wolfram Arndt, war bei den Berliner Philharmonikern Soloposaunist. Also hat, denke ich, in jedem nennenswerten Orchester so schon gastiert und gespielt. Aber ein Pädagoge, muss ich sagen, also hervorragend. Der ist einfach für seinen Schüler da. Da ist nur der Schüler wichtig, dass der Schüler besser wird. Und das war auch eine Wahnsinnsbegegnung, wo ich sage, danke, danke, danke. Dann hast du wirklich immer die beste musikalische Betreuung eigentlich gehabt. Ja, ich glaube, das ist einfach eine... Ich glaube, wenn jemand weiß, was er will oder was sein Ziel ist, dann sieht man das, glaube ich, immer ein bisschen an, die Leute. Heute darf ich bei dir zu Gast sein, was mich einfach sehr freut, weil auch hier kann ich den Bogen wieder spannen. Und da werden, falls jetzt meine Studienkollegen zuhören von Düsseldorf, die werden sagen, ja, stimmt. Wir hatten da so eine kleine Stube, wo man sich halt nach dem Üben getroffen hat, unter anderem auch eine Musikbox drin. Und ja, da haben sich natürlich dann die Tenoristen auch ein bisschen getroffen, weil wir waren ja 5-6 Leute. Und da haben wir einfach kleine Dorfmusik gehört. Latenska, Beispielnummer. Und das fand ich so klasse eingespielt. Ich habe bestimmt 15 Mal zurückgespult. Und die dann immer so, Mimler, was hast du denn jetzt? Komm, jetzt lass doch einmal das Stück durchlaufen. Und ich habe halt mir 15 Mal den Auftakt angehört, weil ich das halt so ergreifend fand. Und dachte mir, wow, das ist einfach für mich Perfektion von dem Handwerk, wo wir vorhin gesprochen haben. Und das... Ja, und jetzt darf ich hier bei dir sein, durfte vorhin mit dir spielen. Was ich sag, boah, danke einfach. Also muss ich mir einfach mal... Jetzt kann ich aber nur zurück irgendwie bedanken. Ist so lustig, wenn du das sagst, Platenska und so weiter. Ich weiß das überhaupt nicht mehr, wie ich das gespielt habe. Oder dass das beabsichtigt war. Das ist einfach passiert. Ja, aber nee, es passt ja. Und Das ist auch alles gut so. Also das... Nur ist das halt so... Ja... Man ist halt ein junger Tenorhornist und hört einen anderen an, der wesentlich mehr Erfahrungswerte hat und da halt einfach mal eine gewisse Vorlage gibt. Ich denke, das war ja zu deiner Zeit nur ganz anders. So, ich glaube, bei uns ist es ja so, wir machen halt Spotify auf, okay, dann hören wir das an oder dann schickt der eine Kollege, hast du das schon gehört? Zack, zack, zack. Geht ja voll schnell und dann hat man voll viele Infos, wie man was spielen kann, manchmal vielleicht auch schon zu viele.
Aber das war ja, denke ich, bei dir noch gar nicht so da. Es war ganz anders. Und deshalb müssen wir eigentlich voll dankbar sein, dass es so Leute wie dich gab. Klar gibt es noch mehrere, Robert Kosanek und so weiter, aber die haben halt einfach mal was eingespielt, richtig gut, dass man einfach dann danach davon profitieren konnte, oder? Halt, okay, da gibt es noch einen Ton drüber, über dem. Und ja, und so, denke ich, ist das einfach ganz, ganz wichtig. Und ja, es ist so, weil du schon das angesprochen hast, Spotify. Ich kann mich erinnern, in meiner frühen Jugend, wenn wer von meinen Freunden in die Tschechei gefahren ist, die haben immer die Aufträge gekriegt, ich möchte diese und diese und diese CD haben. Ja. Und wenn ein Ball ist oder irgendein Kirtag, schaut bitte, dass man die neuen CDs mitnimmt. Und dann habe ich halt die neuesten Gloria und Tufaranker CDs und das habe ich Milliarden mal angehört und inhaliert. Ja. Und mit einem Sound von Pavel Skocic bin ich eigentlich aufgewachsen. Also das ist mein persönlicher Favorit vom Sound und vom Vortrag. Das ist so dieses dicke Tenor, aber trotzdem hell. Und ich kann es nicht beschreiben. Und das Vibrato eher vom Zwerchfell als von den Lippen. Mhm. Das ist ganz eigene Spielweise. Ja, das ist ja auch gut so, also dass man da einfach so immer seine Idole hat und dass man das einfach nach wie vor dann, dass man die halt auch kennenlernen darf und so. Und das ist, finde ich, immer was ganz was Tolles. Ganz was anderes, Johannes, wenn du keine Blasmusik machst, wenn du keine Egerländer Blasmusik machst, wenn du nicht übst, wenn du Musik hörst, was hörst, wenn du nicht Blasmusik hörst? Ich bin großer Fan von ABBA. Sind wir schon zu zweit? Von Queen. Also ABBA und Queen, ja, absolut. Höre ich brutal gern, weil ABBA, ich weiß nicht warum, aber das groovt für mich immer. Immer wieder. Und das hat für mich einfach eine Wahnsinns... Melodie immer. Ja. Wenn ich an Chiquitita denke, da habe ich einfach Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, jetzt auch. Da gibt es das legendäre Konzert ABBA Live 1981 in Sydney. Okay. Das ist die CD, wo die vier großen ABBA-Buchstaben übereinander sind. Und da ist eine Live-Version oben von Chiquitita. Wenn du die angehört hast, magst nie mehr die Studioversion hören, obwohl die Studioversion schon so gut ist. Ja. Aber auf dieser Aufnahme, da singt es, das ist unfassbar. Und jetzt auch muss ich sagen, für mich war das sehr ergreifend letztes Jahr das neue Album. Mhm. Mit 78 Jahren, wie die noch singen. Und man hört es, und das finde ich so geil bei dem Album, dass sie nicht Autotune gemacht haben. Ja. Ja, ich denke, die leben das halt auch einfach. So cool, und einfach allergrößten Respekt vor dem, was die gemacht haben für die kurze Zeit, wo die eigentlich nur ganz genau am Markt waren, so viele Titel zu etablieren. Und vor allem, es bleibt aktuell. Es gefällt meinen 8-jährigen Schülern. Ja. Und meine Oma mit 86 taugt aber auch. Ja, also es ist allgegenwärtig und das ist was... glaube ich, was ganz was Besonderes und das beschreibt dann auch diesen Wert. Und deshalb kann ich das auch immer hören, glaube ich. Ganz genau. Und bei Queen ist auch so. Oder wenn du zum Beispiel das Live at Wembley anhörst von Queen. Ja. Ich sage ja immer, die Bands, also die wahre Größe einer Band, hörst du eigentlich immer bei den Live-Konzerte. Und egal, ob das jetzt die Husen oder die Queen oder ABBA oder Dire Straits, die Live-Aufnahmen, da weiß man dann, okay, die konnten das wirklich auch live bringen. Und oft ist es live noch um einen Tick besser wie im Studio, weil die Emotion noch dazu kommt. Ja. Ich meine, es gibt auch auf Spotify von ABBA im Wembley-Stadion, meine ich, ist das auch. Und da ist die Begrüßung dabei, wie die auf die Bühne kommen. Mhm. Und da tobt zuvor schon die Menge und dann kommt die raus und kann es nicht fassen. Es wird noch lauter. Mhm. Und ich weiß nicht, wer dann rauskommt, weil es ist ja, wie gesagt, nur eine Audiodatei, aber es ist noch mal lauter. Und dann fangen die an und das ist... Als erst kommen die Herren raus, okay. Dann ist es extrem laut und dann kommen die zwei Mädels. Okay, und dann drehen sie komplett durch. Okay, okay. Ja, und das fand ich, wenn ich das im Auto dann höre, das so... Ja, ich war immer Gänsehaut. Ergreifend. Also da denke ich mir, wow. Und so. Und dann deswegen auch eine Live-CD und das ist für mich. Ja. Aber check der Tief Australien. Ja, mache ich. Diese Chiquitita-Aufnahme, ich habe die mal
von Wien nach Hause, wie ich es gekriegt habe. Ja. Von Wien bis Roten Turm nur das Chiquitita in der Schleife gespielt, weil ich konnte es nicht fassen, wie gut dass das gesungen ist. Ja, mach ich. Da ist 1981 live mit Band, da ist nichts verändert und getunt. Das, ja. Das ist kein Fake oder ja, einfach richtig super gut. Ja, das ist einfach, ja, einfach toll. Mhm. Also das ist ja auch so ähnlich, wenn ihr da die CD Das Vermächtnis heißt die, anhört, das ist, also ja, das klingt für mich von der Balance so ausgewogen. Mhm. Da wusste jeder, was er zu tun hat. Mhm. Da waren, ich habe, wie soll man es beschreiben, da war quasi ein bisschen wie im Sinfonieorchester. Mhm. Da gab es eine erste Geige und da ist es nie passiert, dass der zweite Tenorhorn ist, der nebendran sitzt, lauter spielt als die erste Geige, oder das erste Tenorhorn. Und da hatte jeder seinen Stellenwert und seinen Job und das hört man da raus, oder auch diese Balance, wie viel Bariton, wie viel erstes Flügelhorn. Das finde ich so cool. Und vom Timing, ja, muss man ehrlich sagen, allen Respekt. Mhm. Das ist, und on top Intonation sowieso. Und Interpretation. Das ist einfach für mich. Aber als Counterpart zu dem, ja, das Vermächtnis, was ich auch so gern her, die ganz alten Live-Aufnahmen. Und die machen jetzt wirklich Ende 60er, 70er, dieses bisschen dieses dreckige, erdige noch. Ja, das ist, denke ich, auch sein Schaden. Ganz eine andere Richtung. Ja. Aber das, ich glaube, das spiegelt auch sehr gut die Zeit wieder. Ich glaube auch. Also, ich finde es halt richtig cool, die Entwicklung. Genau, ganz genau. Das ist halt der Ursprung. Genau. Da kommen wir her. Und dann finde ich es beachtlich, was da draus geworden ist. Mhm. Mit allergrößtem Respekt, wie die damals schon gespielt haben. Also es ging ja, denke ich, ganz viel um Heimweh. Ja, ja. Irgendwo Schmerz, irgendwo auch Trauerbewältigung, mhm, vielleicht. Also dass man einfach mal wieder die Musik von daheim spielt. Und da hört man halt genau das, was du halt gesagt hast, dieses Bodenständige. Mhm. Hört man da raus. Natürlich war das damals nicht perfekt, aber ich finde es halt cool, wenn man halt sieht, was da draus geworden ist. Genau, genau. Die ganze Evolution dahinter. Ja, und das finde ich schon sehr gut, also, muss man ehrlich so sagen. Und vor allem auch der Gesang von Ernst Mosch, das ist halt butterweich. Ganz genau. Also, das ist einfach. Ja, und halt auch wieder mit dem Background. Mhm. Der hat schon gewusst, was er da phrasiert oder wie er es phrasieren muss oder wo seine Schwerpunkte sind in der Melodie. Mhm. Vermute ich mal. Absolut. Vielleicht hat er es auch nur gut gefühlt, aber entweder das oder das. Aber genau. Letztendlich auf Perfektion gebracht. Genau. Du hast mir das Leben heute sehr leicht gemacht. Okay. Bist ein ganz angenehmer Interviewpartner. Ich brauche nicht viele Fragen. Du gehst, ja, ich hoffe, das war ein Thema ins andere. Es ist super, super interessant, dir zum Zuhören. Genauso interessant, wie es für mich ist, neben dir zu spielen. Man braucht sich nichts ausmachen. Das funktioniert einfach. Echt cool. War ein super Nachmittag heute. Als Abschluss von dem Interview eine Frage, die ich allen Gästen stelle. Du hast das ja schon angekratzt. Ja. Welchen Leitsatz, welches Sprichwort, welches Motto möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben am Ende von dem Podcast? Also mein persönliches Motto ist Just Take Away. Also im übertragenen Sinne, dass man einfach seinen Weg geht. Und seinen Weg gehen heißt halt immer, dass alles rosig und dass alles toll ist, sondern dass man auch manchmal braucht man auch gewisse negative Erfahrungen, um einfach dazu zu lernen. Und das gehört auch dazu. Und deshalb sage ich immer, just take your way. Was auch immer dein Ziel ist oder was auch immer damit in Verbindung steht, dass du dein Ziel erreichst, das gehört einfach dazu. Und nutze jeden Tag, das ist vielleicht so das Zweite. Und das ist so dieses Motto, also dieses just take your way. Akzeptiere alles, was in deinem Leben ist. Versuche immer was Positives daraus mitzunehmen. Und nutze den Tag. Vielen Dank.
für das super Gespräch. Danke, dass du Zeit genommen hast. Und auch ein herzliches Dankeschön an meine lieben Hörerinnen und Hörer fürs erneute dabei sein. Und bis demnächst bei einer weiteren Episode von Schiffkos Music Talk.